Ja. Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Erstmal die Expedition begrüßen, obwohl wir eigentlich keine mehr brauchen. Aber was soll's. 20 Minuten, geil. In der letzten Folge sind wir hier am Sexonhafen angekommen. Mit... Weswegen eigentlich nochmal? Ja, wir haben Alfred besiegt, ne? Und... Ja, wir sind jetzt hier gelandet, haben eine riesige Domäne hat uns begrüßt und ja, die Menschen wurden alle zu wandelnden Zombies und all ihre Emotionen beraubt und ja, nicht gut. Was haben wir denn da? Wo denn? Da, okay. Sprich mit mir. Ja, da müssen wir hin, genau. この汚れた命をやり直すために宮家を畳み出家して聖堂教会に入る所存です。分かっちゃいまね。バイトなんで判断。すべての人々のために身を捧げ、聖なる教えを人々に伝える。そうあるべきなのです。ああ、彼主が人の欲や業を抑え込んだことで見事なまでに汚れのない清らかな人間。 Genau. Dafür ist er verprügelt, den Penner. Also Illuminat, nicht den Typen hier. So, Chamballon. Jo. Gibt es wieder neue Sachen zum Tauschen? Nö. Gut. 81, was? Also Mahlzeiten kann ich machen. Ja, wir müssen... Nach Logres, okay. Stimmt, boah, weswegen wollten wir nochmal zum imperischen Thron? Ich glaube, irgendwas mit Grimoire war das so, ne? Die hat doch irgendwas erklärt und wir müssen irgendwie dahin. Weil das ist schon wieder so lange her, seit ich gespielt habe. Ich sollte mir angewöhnen, die Parts, die letzten Parts nochmal vor der Aufnahme irgendwie anzugucken. Ich habe übrigens offscreen nichts gemacht, deswegen tue ich auch jetzt hier nicht so im Menü hier rumwandern oder alles erklären oder sowas. Also ja. Ach, was mir aufgefallen ist, bam, nächstes Art, nix. Und bei Eleanor auch nicht. Das heißt, die beiden haben schon mal alle Arts gelernt, die es zu lernen gibt. Auch nicht schlecht. Und die sind sogar noch Level 52. Einige von uns sind schon Level 53. Was hat das zu bedeuten? So, hier gibt es so einen Baum, so einen Mana-Baum oder wie auch immer. Wieso heißen die eigentlich Bäume nochmal? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ist das das Jungsklo? Kann man die Quest noch weitermachen? What? Sind wir eigentlich schon ja bei so einem Point of No Return irgendwie angelangt? Das wäre ein bisschen doof. Wir werden ja wohl noch irgendwie Nebenquests und so was alles machen können irgendwann. Oh mein Gott. So, hier hatten wir nicht schon so ein Ding? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Scheiße, sind draußen wieder vollkommen neue Gegner. Aber das wäre schon das zweite Mal dann, ne? Ich kann auch nicht wirklich irgendwo hin eigentlich. Habe ich mal nach Steinbergen und so teleportiert. Da haben sie genau den... okay. Wo war das hier? Hi.苦しいと言っては浸水を飲む。その場をしのいでも結局何も変わらない。前は全然あれ、これね、エモファーズ。私はこれ以上逃げるべき。
浸水をたらふく飲んでいい気分になった次の朝にするもんだぜ。自分を見失うなら、カノノシの鎮静化より浸水の方がよほどマシだ。 Ja, hab ja gerade Alkohol gut geheißt. Ja, bereitet die einzelne vor. Ja, ich hoffe, wir können die Domäne erstmal loswerden und so, ne? Ein bisschen doof, wenn jetzt jeder Ort, wo wir hingehen, hat genauso aussieht wie hier. Oh. Ja, auf Zerlegung, auch für mich ist jetzt äußerst wichtig. Du klangst noch irgendwie so, als wärst du, als hättest du Emotionen. Trinke des Lebens, meine Güte, wie ging, wie kann das denn schon wieder sein, dass ich hier einige nicht habe? So, gucken wir mal. Wenn jetzt wieder neue Gegner sind, ne? Vor allem, ich habe von einigen Gegnern, die ja ganz am Anfang gelaufen sind, noch keine Gegenstände bekommen. Also nicht oben, sag mal. Hier bei Beute fehlen mir bei einigen Gegnern was. Die waren, glaube ich, hier in Logres in der Nähe. Die tauchen natürlich nicht mehr auf, weil jetzt irgendwie hier stärkere Gegner rumlaufen. Was ist das hier? Da ist auch mal Nahangriff und so. Da fehlen mir auch noch Gegner. Muss ja auch noch hin. Kann ich mal irgendwann wieder da zurückkehren? Das ist schon, weiß nicht, die Hälfte des Projekts irgendwie her, seit ich da war. Ich muss da auch noch irgendwie die ganzen Stufe Rot Gegner und so erledigen. Aber irgendwie lässt mich das Spiel nicht für eine ganze Weile. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir auf ewig irgendwie verwehrt wird. Oh. Ja, warum sind die alle so suizidgefährdet, ey? Nein, nicht die alten Männer. Ja, Frauen. Alte Leute, meine Güte. Was ist hier los? Warum hast du den Käfer deines Freundes? Habe ich deine eigenen Käfer, Mann? Oh, wir müssen uns alle neuen Weltordnungen hier angewöhnen. Ja, ich tu deine Sachen alle wegschmeißen. Ja, so viele irgendwas macht mich irgendwie depressiv. Ja, ich muss ich auch einen Baum finden, was die ganze Zeit solches Quassel hier anzuhören. Dafür kann ich wieder umkehren. Ich hoffe, dann bleibt es nicht das Rest des Spiels hier so, ne? Das wäre ein bisschen doof. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, nach und nach werden irgendwie mehr und mehr Gebiete irgendwie nicht mehr zugänglich für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so bleibt. Irgendwie die neuesten Tales of Spiele sind jetzt nicht so dafür bekannt, dass viele Sachen verpassbar sind oder so. Weil wenn ich Tales of the Abyss oder Symphonia spielen würde, dann würde ich irgendwie viele Sachen verpassen irgendwie. Weil einige Nebenquests irgendwie nur zeitlich begrenzt sind oder Gespräche oder was auch immer. Wenn den neuesten Tales of spielen, ist das
eher seltener der Fall. Also glaube ich nicht, dass Entschuldigung, hier so was Ähnliches passiert. Mein Gott, Vernichtung ist auch sinnlos. Leute, mach mich fertig. Oh Gott. Da war das nochmal Stufe Rot Gegner, ne? Ne, das. Ja, da muss ich hin, okay. Taverne. Gehen wir trotzdem mal gucken, was da ist. Ist auch noch was. Da ist die Taverne. Die Leute von der Abtei, die sind aber nicht davon betroffen, oder? この酒場だった場所を食料の配給場所として活用すべき。味はとはない。空腹を満たし、生命活動に必要な栄養が得られる。あ、wollte ich vorhin schon irgendwie darauf ansprechen. Die müssen ja noch essen und trinken, ね。楽しむべきものではないのだ。お腹が減るのは生きてる証拠。食べることを楽しまなかったら生きるのも楽しくない。え、ベベット。そんなの嫌だよ。 Okay. Sag das nicht in der Nähe von Velvet, hallo? Wie könnte ich denn nur leben, wenn ich nichts mehr schmecken kann? Ja, Velvet läuft die ganze Zeit so rum. Danke, Lafayette. Ja, die Barona-Katakomben, da kann ich rein, geil. Ich bin ein sensibler Bastard, Lafayette. So, wo ist hier der Baum, damit ich hier durch die Gegend düsen kann? Was ist hier drin? Kalzit. Gehen wir mal zum Heiligtum, vielleicht sagen wir der Baum. Ich will ihn einfach haben. Vor allem auf der Karte, glaube ich, wird auch. Hallo. Hier. Weltkarte. Hallo. Hallo. Ja. Aber für Weltkarte steht auch überall drauf. Ja, wo ich so einen Baum schon hab. Cool, ne? Ich nur zu diesen ganzen Orten zurückkehren könnte, ey. War ja schon letzte Woche zurückkehren, aber nein. Die Story tut mich noch weiter irgendwo hinlenken. Boah. Mal ehrlich, ich bin ja nicht, ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Spiel linear ist. Eigentlich schon. Eigentlich habe ich schon was dagegen, wenn ein Spiel linear ist. Weg. Oh, perfekt. Boink. Aber irgendwann hätte ich auch schon gerne, wenn wir wieder ein bisschen hier Dingens haben. Warum ist ja keine Musik? Warum hört die Musik an einigen Stellen auf? Ey, macht mich voll nervös. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Spiel linear ist, aber irgendwann würde ich auch gerne haben. Also ein Spiel, das mehr ein bisschen Open World ist, aber auch linear an einigen Stellen. Dann hätte ich auch gerne, dass das Spiel irgendwann mal wieder zur Open World hier zurückkehrt. So, was ist hier?
Wen müssen wir hier in den Hintern treten, damit die Leute wieder Emotionen empfinden können? Ja, nur immer so hoffnungsvoll. Also passiver, glaube ich. Ja, das ist doch die von den Dingen hier, von den, wie auch immer die noch heißen. Haben wir den Verzeihungslakai? Einer? Ist der zweite? 78. Oh mein Gott, ich hätte echt trainieren sollen. Ne? Oh, Maria, ich habe einen neuen Angriff da. Ich habe gefragt. Hat die Angriffe von einigen Leuten hier geändert. So ein bisschen nach Benutzung hier sortiert. Warte mal. Ich habe bestimmt irgendwo. Ich habe nirgendwo Explosionen eingepackt. Oh, Explosion! Komm! Explosion! Boom! Oh, oh. Sehr geil. Fehlt nur noch Indignation. Ah nee, sie kann nicht Indignation mehr lernen. Sie hat schon alle Zauber. Verdammt, ey, keine Indignation in dem Spiel schon wieder. Schon lange her, seit ich ein Tales of Spiel gespielt habe, wo mal Indignation wieder vorkam, ey. Und letztes war Tales of Grace F, ne? なるほど。地下道再びだな。そういうことね。 Love is that. Du musst Indignation lernen. Jetzt mal ehrlich, das ist der geilste Zauber von allen. Der ist schon in so vielen Spielen nicht mehr aufgetaucht, von den neuesten Teilen. Stimmt da irgendwas nicht? Okay, bumm. Dann auf zu den Katakomben. Weil da war es auch schön, ne? Vielleicht sind da. Warum hört die Musik manchmal auf? Das macht mich voll nervös, ey. Wahrscheinlich sind ja jetzt viel stärkere Gegner drin, ne? Hier ist irgendwie anders oder was weiß ich. その辺の兵士よりよほど気骨はある。鎮静家には耐えられても、また清涼に見つかってしまったら、連れ歩く方がよほど目立つわ。あの女は闇組織のボスじゃ。己一人を隠すくらい造作もないだろうって。案外あの婆さんは影武者だったりしてな。え、僕あの束さんの作る料理が好きだったのに。冗談だって。あんな着物座った婆さん。 世の中に何人も。あなたって名前と共に。この国の裏社会で生きてる人よ。心配なんかしても余計なお世話だって笑われるだけよ。そうですね。利休に急ぎましょう。Okay, whoop, Expedition stimmt mal noch 20 Minuten. Was zum Teufel? Hier muss ich ja eigentlich eine reinhauen, damit die ja
euch anstrengend, mir was Wildes zu bringen, obwohl ich eigentlich nichts mehr brauche. Und da ist der Baum, wupp. Stimmt, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch gar nicht das Teil. Da konnte ich ja unmöglich das den Baum gefunden haben. So, das ist so ein Teleport-Ding. Also, ich meine, wir können jetzt Zeit sparen. Seid ihr noch? Was kann ein Gegner? Hier ist gar keine Gegner. Ja, dann nehme ich die Abkürzung. Pff. Ja, das sind Gegner. Jetzt hat alte Gegner, aber seid ihr mitgelevelt oder irgend so was? Kommt, zeig mal. Rüstungspanzer an Level 19. Ach, komm, geh weg. Ja, geh weg. Ja, schwache Gegner. Ja. Das ist ja ekelhaft hier, Fristat. 23 Erfahrungspunkte, was soll ich denn damit? Da kann man die Story ja weitermachen, gut. Ich so, als hätten wir irgendwie eine große Wahl oder so, ne? Damit kann ich ja nur in der Story weitermachen. Gut. Hi. Ist auch ein Baum direkt. Die waren den ganzen Rennen, die haben wir alle gelesen, glaube ich. Auch keine Gegner. Gut, wenn mir Ziel vorgegeben wird, dann gehen wir auch schneller hin. Ne? Ist ja nicht so, als wäre hier irgendwas. Gut, wen muss ich hier in den Hintern treten? Kommen. Figure, Artorius. Wer ist noch übrig? Sonst eigentlich niemand, ne? Nominat, doch Dingens, Melchior. Und Silberklumpen. Hm. Oh, ich bin so blau hier. Wo gehe ich hier genau hin? Wir wollen in die Villa reingebracht, warum dann so tief rein? Ich glaube, so tief sind wir gar nicht reingegangen, ne? Wir haben diesen Greif hier gesehen und dann sind wir wieder rausgegangen, ne? Da konnte es nach links und rechts, verdammt. Aber ich glaube, da war nichts, ne? Ja, storymäßig was verpasst oder warum sind die eher? Ich glaube, ich bin einfach nur dämlich, ne? Warte, war doch auch noch bei denen, ne? Da war der eine, den wir einen bekämpft haben, ja irgendwie entkommen oder was? So blöd, ne? Sollte mal aufpassen, irgendwie was hier passiert. Hi. Schlitz und zack. Drei von den Viechern. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Fristat. Nein, das war zu früh. Warum sind wir ja alle am Fricken hier? Alter, oh mein Gott. Was ist hier schon wieder los, ey? Wieso kriegen wir so schnell auf die Fresse? Au, oh mein. Ey, ich muss echt trainieren, ey. Aber wo soll ich denn verdammt nochmal trainieren? Die ganzen Gegner, die ich irgendwie gesehen habe, waren schon irgendwie 10, 20 Level unter mir da. Ich kann ja nirgendwo irgendwie zu einem aktuellen Ort hingehen. Ey. Direkt R2 gespammt und schon wieder fast tot mit ihm. Warum fallen alle direkt am Boden, wenn ich die einhecke? Was ist das? Oh. Schlag, 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 schlag. Und tschüss. Oh, Eleanor.
Wie, du hast noch keinen Katzer fast abgezogen bekommen, ey. Ziehen eins ab manchmal. Das war so, es kann doch, ich dachte, du wärst tot, ey. ありがとう。震えを感じる心は残っているようだ。フェリーズ、スペードだ。あなたのママは私が探して。私の食料を盗み出したから。でも仕方ない。よし。いや、しょんざ、あ、それは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 、それ
Ich habe so das Gefühl, wir haben noch eine lange Zeit. Leute, Alarmleger. Warum nicht? Wird mir ja noch irgendeine Skit oder irgendwie sowas vor Füßen gelegt, will ich eigentlich. Boah, mein Gott. Sah jetzt irgendwie voll anders aus. Obwohl ich glaube, ich mache ja doch einen Schnitt. Sind 30 Minuten, das reicht schon wieder. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter, wo auch immer unser Weg uns jetzt hinführt. Killer raus. Da war irgendwie so ein Vulkan oder irgendwie so. Genau, wir wollten ja irgendwann den Vulkan reinwerfen, damit wir alle vier von diesen Typen hier erwecken können auf einmal, ne? Gut. Ich sage, dann machen wir hoffentlich in den nächsten Folgen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle, die zuschauen, und würde sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.